Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Analysevideo. Heute Gruppe A, 5. Spieltag, Agaja gegen Santu2x. Und heute habe ich tatsächlich mal ein bisschen mehr wieder zu erzählen. Wir nähern uns ja jetzt langsam dem Ende der Analysen dieser Analysenfront, die ich hier auf euch losgelassen habe. Es geht bald auch mit normalen Gruppenspielen weiter. Nichtsdestotrotz wollte ich hierauf nochmal eingehen. Und zwar, wir haben ja hier ein typisches das Matchup gehabt im ersten Spiel zwischen einem Aufdeckendeck und einem Verzerrungsdeck von Santu2x. Und ich glaube, in diesem Spiel war einmal, in diesem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es an Agajas Stelle, glaube ich, einfach cleverer gewesen. Also, wir fangen mal folgendermaßen an vielleicht. Wir wissen ja, das Neckar-Verzerrungsdeck kann eine Menge Karten aufs Feld, eine Menge Punkte aufs Feld bringen in relativ kurzer Zeit, während das Aufdeckendeck von Agaja ja zum Beispiel am Anfang immer mit ein bisschen Tempo überraschen will, schnell Punkte aufs Feld bringen will und so weiter und so fort. Und normalerweise würde man jetzt also denken, die Neckar brauchen ja eine gewisse Vorbereitung, Agaja kann also in der ersten Runde schön Tempo machen und damit die erste Runde locker gewinnen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was er sich erhofft hatte. Das Problem war bloß leider, er musste anfangen und das war eigentlich ist für ihn tatsächlich ein riesiges Problem gewesen, weil sich Santu dadurch den Luxus nehmen konnte und die erste Runde sozusagen länger ziehen konnte. Er hat sich einfach Zeit genommen, hat die erste Runde schön lang gezogen, musste ja zwingend nicht mal die erste Runde gewinnen, hat es am Ende dann aber doch geschafft, weil er dann irgendwann seine Kombination voll durchgezogen hatte und dann anfangen konnte, auch schon die Neckar zu verzehren und hat dann dementsprechend den guten Agaja überholt. Und ja, ich glaube, zwei Sachen waren in diesem Spiel meiner Meinung nach wichtig. Das erste ist der Gels, der Spheres, Gels ist von den Monstern, der Spheres, der nicht von Agaja gezogen worden ist. Das ist natürlich ein Problem und hier muss ich sagen, ist er aber auch ein bisschen selbst schuld. Er hat nämlich im anfänglichen Mulligan, wo man ja bis zu drei Karten austauschen darf, nur eine Karte ausgetauscht. Und ich meine, wenn ich gegen ein Neckar-Deck spiele, oder wenn ich schon zumindest sehe, das könnte ein Neckar-Deck sein, dann sollte ich tatsächlich so viel verwerfen, auch wenn das vielleicht strategisch nicht unbedingt klug ist, sollte ich vielleicht erstmal wirklich so viel verwerfen, um eine höhere Chance auf diesen Spheres zu haben, weil der ist im Prinzip die Keycard in diesem Spiel. Wenn du den hast, gewinnst du das Ding, wenn du den nicht hast, wird es sehr schwer, gerade in der letzten Runde die entsprechenden Punkte zu generieren, gerade auch mit einem wilden Treten-Mert, wenn der einen Neckar verbrennt, kommt einfach ein neuer Neckar wieder. Dementsprechend, er hätte da deutlich mehr austauschen sollen und versuchen sollen, auf die entsprechende Punktzahl zu kommen. Und der zweite Punkt, der meiner Meinung nach wichtig war oder wichtig gewesen wäre, ist, ich glaube, es wäre clever gewesen für Agaja tatsächlich die erste Runde direkt zu passen. Weil wir haben ja eine ähnliche Situation wie mit dem Nilfgaard-Handverstärkungsdeck. Das Nilfgaard-Handverstärkungsdeck, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, hat ja den Nachteil, dass es nicht einfach den Sieg sich holen kann mit einer Karte. Das muss ja zwei Karten ausspielen, um die Strategie vorzubereiten. Und bei den Neckern ist das fast noch sogar ein bisschen schlimmer. Die brauchen eigentlich noch länger, um ihre Strategie vorzubereiten. Die müssen nämlich eigentlich insgesamt drei Neckar-Krieger spielen, also einen Neckar und drei Neckar-Krieger spielen, um ihre Strategie zu haben. Das dauert also mindestens schon mal vier Runden. Dann hat man natürlich nicht immer alle Neckar-Krieger auf der Hand. Das heißt, man verzehrt erst einen Neckar-Krieger, um ihn dann mithilfe eines Schleimlings vom Friedhof zu holen. Das ist ja auch nochmal eine Runde, die dann dazukommt und so weiter und so fort. Also dementsprechend, meiner Meinung nach, braucht das Neckar-Deck noch mehr Zeit, um sich überhaupt aufzusetzen. Und ich glaube, es wäre clever gewesen an Agajas Stelle, einfach die erste Runde zu passen, weil Santu hat zwei Möglichkeiten. Entweder er gewinnt die erste Runde, dann, indem man einen Neckar spielt und einen Neckar-Krieger, oder indem er irgendeine andere Karte spielt, die er vielleicht für später braucht, und setzt dann seine Strategie erst in der zweiten Runde an. Oder er setzt halt seine Strategie dann schon in der ersten Runde an, geht aber mit einem Kartennachteil in die zweite Runde, und das könnte dann schon reichen, um zumindest die zweite Runde für sich zu entscheiden. Und vielleicht kann man dann auch diesen Willen treten mehr ein bisschen cleverer setzen, kann vielleicht auch mit dem Maulkorb besser arbeiten und hat gleichzeitig natürlich auch noch mehr Chancen, den Spheres nochmal zu ziehen, weil man ja auch nochmal austauschen könnte. Also hier ganz ehrlich, wenn ihr gegen so ein Neckar-Deck steht, dann passt auch ruhig mal die erste Runde, weil in der ersten Runde, die spielen, dauert es eigentlich immer relativ lang, bis die große Punkte aufs Feld kriegen, weil die ersten 4-5 Runden damit beschäftigt sind, ihre Neckar ins Deck zu mischen. Wenn ihr also tatsächlich
die erste Runde passt und dann mit zwei Karten mehr in die zweite Runde geht, brauchen die halt trotzdem auch in der zweiten Runde erstmal noch so drei Runden, um ihre Strategie weiter aufzusetzen. Und ihr könnt in der Zeit ordentlich, gerade mit so einem Aufdeckendeck, ordentlich Tempo-Play machen, könnt versuchen, ihre Strategie auch noch zu unterbrechen, zum Beispiel mit einem Maulkorb und so weiter und so fort. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es vielleicht in der Richtung clever gewesen, da die erste Runde direkt zu passen. Denn, und das muss man auch ganz klar sagen, die Neckar wollen oftmals gar nicht zwingend in der ersten Runde einen Unentschieden haben, weil das Problem ist, sie haben die Brauerin, die holt ja zwei Neckar wieder zurück. Und im Endeffekt will man die dann in der letzten Runde spielen, um die zurückgeholten Neckar dann wieder verzehren zu können. Und wenn man das halt wenn man nur eine große lange Runde spielt, dann ist die Brauerin natürlich eher, ist die Brauerin eher weniger sinnvoll. Ich meine, es können welche auf den Friedhof kommen, wenn man sie einfach verzehrt, klar. Aber das Problem ist natürlich, du kannst nicht beispielsweise vier Neckar auf einmal vom Feld verzehren. Selbst die Königin, Grabspinnenkönigin, schafft das nicht. Und wie ich es auch gesagt habe, das Neckardeck ist dann in der Runde, in der es auf Punkte ankommt, erstmal fünf Runden damit beschäftigt, überhaupt seine Punkte aufzubauen. Und je nachdem, wie du das schaffst, die Neckar-Kombo immer wieder zu unterbrechen, kannst du da vielleicht genug Punkte machen, um das Ganze zu gewinnen. Denn auch hier muss man ganz klar sagen, das ist auch ein Nachteil. Wenn du nämlich es schaffst, die Neckar-Kombo in dieser einen wichtigen Runde zu unterbrechen, dann haben sie dann nämlich auch nichts mehr. Und schon allein deswegen würden sie zur Sicherheit die erste Runde mitnehmen, um sich dann in der zweiten Runde die Zeit zu nehmen. Also wie gesagt, ich denke, es kommt immer aufs Deck an, aber ich denke, gerade wenn man so ein Tempo Deck spielt, wie das Agarja macht, mit dem man viele Punkte in wenig Zügen machen kann, sollte man vielleicht gegen das Neckar-Deck sofort passen, um einfach den Vorteil, den Kartenvorteil für die zweite Runde zu bekommen und dann die zweite Runde sicher zu gewinnen und dann in der letzten Runde vielleicht zu gucken, dass man zum Beispiel was zum Zurücksetzen hat oder eben einen Willen treten mehr hat oder irgendwas in der Richtung. Aber gut, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Es kommt immer aufs Deck an, man muss es ausprobieren und es kommt auch ein bisschen auf den Gegenspieler an, auch was er für eine Starthand hat. Es ist nicht die sinnvollste Idee, aber ich denke, das wäre hier deutlich sinnvoller gewesen, vor allem wäre halt das Wichtigste wäre vor allem meiner Meinung nach gewesen, am Anfang zum Beispiel noch diesen Alchemisten hier auszutauschen, weil den brauchte er jetzt nicht zwingend für seine Strategie. Er hatte hier 1, 2, 3 und da nochmal 4, also insgesamt 7 Karten plus noch die Cynthia, also insgesamt 8 Karten, die er aufdecken konnte. Das sind schon genug Punkte, da brauchte er nicht noch zwingend den Alchemisten. Es wäre meiner Meinung nach cleverer gewesen, noch mehr nach dem Spheres zu suchen, anstatt um eben die eventuelle Strategie der Neckar zu unterbrechen. Gut, so viel dann tatsächlich zum ersten Spiel. Dann im Nachhinein konnte dann Agarja nicht mehr viel machen. Da bringt sein Deck einfach zu wenig Punkte aufs Feld, um mit den Neckern mitzuhalten. So, im zweiten Spiel hatten wir dann ein recht ungünstiges Matchup. Das ist nicht das, was ihr jetzt hier seht, sondern im zweiten Spiel war ja das Matchup Alchemie von Santu gegen Großschwerter von Agarja. Und da hatte ich ja in der Analyse meines Spiels gegen Santu schon eigentlich alles dazu gesagt, was man dazu sagen muss, nämlich, dass das einfach ein unschönes Matchup ist und man kann nicht viel sagen. Also ich denke, Agarja hat da einfach, wie gesagt, ein schlechtes Matchup getroffen. Der Gegner hatte immer Hexer, um seine Strategie zu unterbrechen, hatte dann die Assire, um die Großschwerter wieder ins Deck zu legen und so weiter. Und ja, es ist ein ungünstiges Matchup und das Ding zu gewinnen erfordert ein bisschen Glück und ein bisschen Skill natürlich. Man muss da gucken, wie gesagt, es ist halt auch nicht so hilfreich, da so früh zu passen, weil der Gegner dann vielleicht auch einfach früh passen könnte in der zweiten Runde und man kriegt seine Großschwerter nicht richtig aufgesetzt. Und man will ja die ersten beiden Runden auch so ein bisschen nutzen, um sein Deck auszudünnen, damit man in der dritten Runde dann gerade eben die Priesterinnen zieht, die Freya-Priesterin, mit der man die Großschwerter zurückholen kann. Also es ist alles nicht so ganz einfach und ich glaube, das war einfach ein ungünstiges Matchup. Im dritten Spiel will ich nochmal ganz kurz auf diese Kombination eingehen, von der ich ja schon gesprochen habe.
Und zwar handelte es sich ja dabei um die folgende Kombination, nämlich die Kombination Hansi, der den Wolfsmann verwirft, wodurch man den Wolfsmann auf den Friedhof kriegt, was er seinen Effekt aktiviert, und dafür kriegt man vom Gegner eine Karte geschenkt. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, als wir das kommentiert haben, war mir das gar nicht so klar, aber es gibt ein paar gute Wege, oder es gibt ein paar, wir hatten ja gesagt, das ist ein bisschen zufallsbedingt, weil man beide Karten auf der Hand hat und das ja nicht sonderlich häufig passieren kann, selbst mit sinnvollem Austauschen am Anfang. Aber tatsächlich ist es doch so, dass man sich deutlich, oder dass man sich auf jeden Fall Abhilfe verschaffen kann. Nämlich gibt es zwei Einheiten im Deck, die das Ganze deutlich vereinfachen. Das eine ist einmal diese Mume hier. Die hat nämlich die Fähigkeit, entweder alle Relikte im Deck um 2 zu stärken oder ein Relikt, ein Bronze- oder Silberrelikt aus dem Deck zu spielen und dieses um 2 zu verstärken. Und was man im Prinzip macht, man braucht eigentlich nur eine von beiden Karten auf der Hand, nämlich Hansi oder den Wolfsbann, das reicht eigentlich schon fast. Und was man dann macht, wenn man beispielsweise den Wolfsbann auf der Hand hat, nutzt man die Mume einfach, holt sich Hansi aus dem Deck, verwirft den Wolfsbann und fertig. So einfach, so gut. Wenn man Hansi aber auf der Hand hat, muss man ja irgendwie an den Wolfsbann kommen. Und was man in der Regel dann macht, ist, man nutzt die Mume und holt sich die Begleiter von Iris, heißen sie, glaube ich, im Deutschen, oder Iris Companions heißen sie im Englischen. Das sind der Hund und die Katze. Und die haben die Fähigkeit, man darf sich eine beliebige Karte aus seinem Deck wählen und sie auf die Hand nehmen. Im Anschluss wird dann aber eine zufällige Karte verworfen. Nun gibt es dabei natürlich immer das Problem, dass es passieren kann, dass ihr dabei natürlich Hansi verwerft. Ich meine, wenn ihr den Wolfsbann verwerft, ist es zwar auch unschön, weil ihr dadurch nicht die Goldkarte kriegt, die Hansi euch generieren würde, aber das wäre nicht ganz so schlimm, aber wenn natürlich Hansi verworfen wird, ist eure ganze Strategie relativ im Eimer, sag ich mal. Deswegen macht man das immer schön am Anfang des Spiels, wenn man es tatsächlich macht, wenn man halt noch 10 Karten auf der Hand hat, weil dann ist es eine 1 in 10, also eine 1 zu 10 Chance, dass man tatsächlich die entsprechende Karte oder die Karte verliert, die man eben nicht verlieren will. Und man versucht dann auch, und das klingt irgendwie ein bisschen komisch, anstatt seine Hand mit Goldkarten am Anfang zu füllen, versucht man dann auch irgendwelche relativ nutzlosen, in Anführungszeichen, Bronzekarten auf die Hand zu nehmen, damit eben, falls mal was Unschönes verloren wird durch die Begleiter von Iris, damit das nicht ganz so tragisch ausfällt. Es ist nichtsdestotrotz eine relativ, ich sag mal, eine durchaus gefährliche Strategie, weil auch die Goldkarte, die man vom Gegner bekommt, nicht immer zwingend was Nutzbares sein muss. Beispielsweise das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr vom Gegner eine Ciri Nova bekommt. Die bekommt ja 21 Punkte dazu, wenn sie ausgespielt wird, aber nur, wenn ihr von jeder Einheit genau 2 im Deck habt, von jeder Bronze-Einheit. Und es ist nun mal so, wenn ihr dieses Deck spielt, habt ihr meist mehr von den Bronze-Einheiten im Deck und dementsprechend würdet ihr euch nur einen Punkt bringen. Es gibt auch noch andere Karten, die auf eurer Seite natürlich nicht viel bringen. Ich meine auch der Isengrim, gut, der kann einen Silberelfen erschaffen, der kann gut sein, muss es aber nicht zwingend. Dementsprechend, also es gibt auch Goldkarten, die da jetzt nicht so viel bringen. Dementsprechend, die Strategie ist ein bisschen unsicher, die Strategie erfordert ein bisschen Glück und die Strategie bringt dann vielleicht noch nicht mal wirklich eine effektive Karte, mit der ihr zurückschlagen könnt. Nichtsdestotrotz wollte ich darauf allerdings nur noch mal so ein bisschen eingehen, einfach um zu erklären, diese Strategie funktioniert doch besser, als ich das im Video oder beim Commentary erst gesagt habe. Es gibt da durchaus noch ein paar mehr Möglichkeiten, die man nutzen kann, um diese Strategie auszuführen. Nichtsdestotrotz, es ist eher so eine Strategie, also das ist jetzt keine wirkliche Meta-Strategie, die jetzt viele spielen, weil es halt dann doch eben ein bisschen zu RNG-dependent ist, also ein bisschen zu RNG-abhängig ist. Und wie gesagt, je mehr Zufall in der Deck-Strategie enthalten ist, desto weniger gerne möchte man sie natürlich spielen, weil das einfach bedeutet, dass man weniger oft gewinnt, was natürlich blöd ist. Und da sind dann noch nicht mal die Niederlagen dabei, wo man einfach ein schlechtes Deck-Match-up hat. Kommen dann nämlich zu diesen Niederlagen, wo man auch mal schlecht spielt, kommen dann eben einfach noch Niederlagen durch eine schlechte Ausgangshand hinzu. Und das will man nach Möglichkeit vermeiden. Das war es dann auch tatsächlich schon zu der Analyse. Ich habe relativ viel zu zwei ganz bestimmten Sachen gesagt, aber ich denke, es konnte vielleicht helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.